Ja, EtherCAT findet sich nämlich nicht nur am Kopf des Atro-Roboters, sogar mit der 1 Gigabit Übertragungsbandbreite, sondern auch schon seit 20 Jahren in all unseren Produkten. Und jetzt wollen wir einmal ein bisschen beleuchten, wie man das zu so einem Geburtstag macht, was uns vor 20 Jahren damals bewegt hat, EtherCAT hier auf der Messe vorzustellen. Hans, kannst du so ein bisschen was zu unserer Motivation, zu der Entwicklung sagen? Das war ein bisschen Aufwand. Ja, wir haben natürlich eine schöne Geschichte hinter EtherCAT und eine richtige Erfolgsgeschichte. Und Beckhoff macht dezentrales I.O. schon seit 1990. Also schon da haben wir unsere ersten Lichtleiterbusmodule auf den Markt gebracht. Und wir sind dann im Verlauf der nächsten 10 Jahre echte Spezialisten geworden für I.O. Also für all die verschiedenen Kommunikationssysteme, die es in der Welt gibt. Wie beispielsweise damals Profibus, CANopen, I.O.Link gab es noch nicht. Aber natürlich schon ein bisschen Ethernet. Und wir hatten also ganz viel Erfahrung mit Kommunikation und kannten auch die Limitationen aller dieser Kommunikationssysteme. Und uns war klar, dass die PC-Steuerungstechnik unglaublich viel Rechenpower zur Verfügung stellte, mit denen wir sehr, sehr schnelle Steuerung realisieren konnten, dass aber alle vorhandenen Bussysteme nicht ausreichten, um also einfach die Daten aus dem Feld hinein in die CPU zu bekommen. Und das war die eigentliche Motivation, was Besseres, Schöneres, Schnelleres erfinden. Wir sind auch eine tolle Technologiefirma und das heißt, es macht uns immer Spaß, was Besseres zu machen. Also war es auch so ein bisschen olympischer Geist. Und, und wir sind noch diese Firma, die IT und Automatisierungstechnik miteinander kombiniert. Und EtherCAT ist ja wirklich die Synthese aus automatisierungstechnischen Anforderungen und IT-Technologie, nämlich Ethernet selbst. Ja. Das merkt man auch so ein bisschen, wenn man auf die Eigenschaften vom EtherCAT guckt, weil wir haben ja zum Beispiel uns aus der IT auch so ein bisschen was bei der Memory Management Unit abgeguckt und haben uns versucht, da einiger Funktionen zu bedienen. Durch welche Eigenschaften könnte man denn sagen, hebt sich denn EtherCAT seit 20 Jahren hervor? Johannes ist vielleicht... Ja, wir haben nicht nur diese Memory Management Unit zu einer sogenannten FMMU, also der Field Bus Memory Management Unit, adaptiert, sondern man sieht es auch hier ganz gut, wir haben einfach wirklich ein Ethernet-basiertes Protokoll. Also wir brauchen auch nur die Ethernet-Hardware. Man sieht hier einen ganz normalen AJ45-Port, da flitzt unser EtherCAT-Protokoll raus und geht dann durch all diese Klemmen, die man hier sieht, also eine unglaubliche Anzahl, eine unglaubliche Menge an Daten. Und da kommt auch noch eine tolle andere Eigenschaft von EtherCAT zum Einsatz, und zwar das On-the-Fly-Bearbeiten. Also EtherCAT geht jetzt hier durch der einzelne EtherCAT-Frame und wird nicht in jeder Klemme einmal gespeichert und verarbeitet, sondern er geht wirklich wie ein Zug durch, und während er durch die Klemme durchgeht, wird er dort auch bearbeitet. Das macht es natürlich super effizient, also keine großen Hardware-Delays oder ähnliches, eigentlich gar keine Hardware-Delays, und so sind wir sehr, sehr schnell mit EtherCAT. Natürlich auch Ethernet-Technologie, da kommen wir automatisch mit 100 Mbit und können ja sogar jetzt mit EtherCAT G auf 1 Gigabit gehen mit der ganz normalen Ethernet-Technologie, und auch das macht es einfach schnell. Und wir beide, Felix, profitieren eigentlich ziemlich viel davon, denn wir sind ja in das X-Planar involviert, und ohne EtherCAT G, das mehrere Kilobyte an Daten in unter 50 Mikrosekunden wegschaufeln kann, wird das gar nicht gehen. Ja. Und wenn ich noch ergänzen darf, hier unten drehen sich 5 Motore gerade. Die werden plus diese ganzen Klemmen und Boxen, die werden ja alle über einen EtherCAT-Strang angesteuert, ausgelesen, und die Daten werden ausgegeben. Und man kann da auch 100 Motore hinschrauben, dann geht das immer noch. Ja. Und diese Leistungsfähigkeit, die gab es um 2003, also als wir EtherCAT eingeführt haben, in anderen Bussystemen nicht. Da konnte man vielleicht 10 Achsen vernünftig synchronisieren, vielleicht 20, aber keine 40 oder 50. Und das haben wir geschaffen mit EtherCAT. Wir haben der Welt, wenn man so will, die Möglichkeit gegeben, ganz viele Achsen miteinander synchron zu bewegen. Ist heute auch beim X-Planar und auch in unserer ganzen Antriebstechnik echt immer ein starkes Argument, dass wir einfach sagen können, dass wir durch die verteilten Uhren es eben so schön hinbekommen, alles zeitsynchron aufeinander zu bringen und eben aufeinander abzustimmen. Ja, die Distributed Clocks ist noch ein anderes Feature. Ja, ne? Ja, grandios. Auch bei XCS ist das ja auch sehr, sehr notwendig, damit dieses Produkt überhaupt funktioniert. Und selbst das XCS hat ja Systeme im Markt, die über 300 einzelne Achsen haben. Und die können damit ohne Probleme gesteuert werden. Alle Geräte, die man hier sieht, werden durch Distributed Clocks. Man muss sich vorstellen, in jedem dieser einzelnen Klemmen läuft eine Uhr, die mit jedem EtherCAT-Frame synchronisiert wird auf eine Masteruhr. Und so bekommen wir Synchronisation im Submikrosekundenbereich hin für jedes einzelne Gerät. Also fantastisch, dass das geht. Das war vorher auch undenkbar. Ja. Ja, und wenn man sich jetzt mal so
die modernen Anforderungen anguckt, jetzt haben wir ja gerade über das X-Planar gesprochen, große Datenmengen, einigermaßen komplex, auch verglichen mit einer Maschine von vor 20 Jahren. Aber ich denke, auch bei einfachen Maschinen haben wir ja heute noch ganz große Vorteile, eben durch diese Geschwindigkeit und die Synchronisation. Was sind denn so die aktuellen Anforderungen an und in die Feldbuswelt? Mhm. Nun, Geschwindigkeit ist immer noch eine entscheidende Sache, weil wenn man kurze Zykluszeiten auf einer Maschine realisieren kann, dann wird automatisch die Effektivität, die Produktivität der Maschine besser. Mhm. Also die Zykluszeit der Maschine geht auch runter dann. Und das ist etwas, was der Ökologie gut tut, weil also weniger Platz verbraucht wird, weniger Energie verbraucht wird. Auch der Ökonomie gut tut, weil die profitabler wird, die Maschine. Also Geschwindigkeit, Speed matters, das ist immer noch ganz tief wahr. Das Weitere ist natürlich, dass also eine gute Diagnose- und Wartungsmöglichkeiten gewünscht werden. Und da sind wir mit EtherCAT ja auch ganz gut oder wunderbar aufgestellt, weil Ethernet an und für sich ja eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung darstellt. Und das heißt, wir können jede Übertragungsstrecke individuell überwachen und auf ihre Übertragungsqualität hin beurteilen. Also das ist ein wichtiger Punkt. Speed bedeutet auch, dass wir ja EtherCAT G eingeführt haben, also 1 GHz und sogar 10 G unter Beibehaltung des Protokolls. Das heißt, dass unsere Anwender dann den Faktor 10 oder sogar den Faktor 100 schneller kommunizieren können. Und neben der Speed ist auch dann die Verwendbarkeit an der Maschine sehr wichtig. Und wir sind ja große Anhänger der Ein-Kabel-Technologie. Mhm. Und deswegen haben wir also EtherCAT P. Hier, das schöne Kabel, du wolltest es vorhin in die Hand nehmen. Ich hab's vergessen. Ja. Und damit haben wir ja versucht, kennst du auch. Ja genau, also die Installation an Maschinen, das wissen wir alle, die soll so einfach wie möglich sein. Und mit der Ein-Kabel-Technologie, hier sieht man so einen EtherCAT P-Stecker, haben wir gerade die Stecker, die sowohl Leistung, also hohe Leistung wie 400 Volt oder auch 600 Volt DC, ja. 24 Volt und auch EtherCAT hier oben im Datenkern in einem einzigen Kabel übertragen können. Also man sieht es hier ganz gut, wo quasi Spannung, also Leistung und Kommunikation übertragen wird. Und auch das ist eine grandiose Sache. Und wir werden die EtherCAT P-Steckerreihe, sind wir auch aktiv dabei, sie sehr stark auszubauen und in alle Produkte einzuführen. Ja, ist auch von der Fachwelt akzeptiert. Und wir denken und hoffen, dass es IEC-Norm werden wird. Und es geht wirklich um die Ein-Kabel-Technologie, weil jedes Device an einer Maschine braucht Daten und braucht Power. Ja. Das wird, und brauchen natürlich Safety und alles noch ein paar andere Sachen, aber alles das können wir also über unsere EtherCAT P-Norm abwickeln. Und wir haben gleich die ganze Steckerserie dazu entwickelt, sodass unsere Kunden demnächst sehr reduziert und einfach ihre Maschinen installieren können. Ist auch wahnsinnig komfortabel zu installieren mit dem Bajonettstecker. Aber ich möchte noch mal auf einen Punkt hinaus. Du hast gerade gesagt, in so einem Nebensatz, dass es immer konstant geblieben ist. Und ich denke, das ist ja für unsere Maschinenbaukunden auch eine ganz wichtige Botschaft. Das EtherCAT-Protokoll von 2003 unterscheidet sich jetzt ja nicht durch 23 verschiedene Versionsupdates von dem heute, sondern das ist konstant. Richtig? Ja, das stimmt. Ja, wir haben offenbar so gut überlegt im Jahre 2003, dass die Überlegungen noch heute ausreichen, um die Anforderungen der Maschinenbauer oder der Anwender von EtherCAT zu erfüllen. Da sind wir stolz drüber, haben wir wahrscheinlich auch ein bisschen Glück gehabt, dass das alles so gut geklappt hat. Aber tatsächlich ist es so, dass wir das Protokoll konstant halten konnten. Für die Gerätehersteller auch ein ganz großes Plus, weil also jemand, der jetzt für EtherCAT einen Anschluss entwickelt, der kann den seit 20 Jahren benutzen und verkaufen, ohne dass er ein Software-Update machen muss oder ein Hardware-Update machen muss. Okay, also vor 20 Jahren gut überlegt. Und wenn wir jetzt zum Geburtstag nochmal in die Zukunft schauen, habt ihr vielleicht eine Idee, wo wir uns in Zukunft hin erweitern könnten? Natürlich unter Beibehaltung des Protokolls und der Konstanz. Aber welche Erweiterungen wir noch vorsehen können im Protokoll? Ja, wir wollen das Protokoll ja immer konstant lassen. Ja. Und ja, wir wollen also sozusagen die Anwendung erweitern von dem Protokoll. Und da gibt es sicherlich noch eine ganze Menge Möglichkeiten, wie wir also EtherCAT über unterschiedliche Medien transportieren und wie wir das dann also noch weiter einsatzfähig machen, weil man also dann diese Medienneutralität hat. Also da geht es um 2-ADA-Verbindungen, geht es aber auch um Funkverbindungen, geht es auch manchmal um langsamere Verbindungen. Aber all das kann man also kompatibel in EtherCAT hineinbringen und damit die Anwendung erweitern. Rotatorische drahtlose Übertrager beispielsweise sind so ein Punkt. Und wir haben es ja auch schon, wenn ich dazwischen darf, wir haben es ja auch schon am Anfang gesagt, EtherCAT G, wir vom X-Planar benutzen es, aber wir hätten auch gerne EtherCAT 2,5G oder 5G, würden wir auch gerne nehmen. Ja, deswegen glaube ich weiterhin, wie schon gesagt, Speed matters und mit EtherCAT G ist mit Sicherheit nicht Schluss. Also ja, da werden wir auch in die noch höheren Geschwindigkeiten reingehen, weil dafür gibt es Applikationen. Okay. Ja.
Wir haben ja aber auch noch EtherCAT EA definiert, also zur Kommunikation zwischen Steuerung. Und diesen Weg werden wir natürlich auch weiter verfolgen, das auszubauen. Okay, also ganz viele neue Ideen für neue Anwendungen des Protokolls, was aber konstant bleibt. Also sind wir weiterhin verlässlich mit der Technologie und bauen sie aber aus, um eben dann auch Anwendungsfälle wie das Xplanar, wie Vision und solche Dinge zu bewerkstelligen.